Hallo Freunde der Sonne, da bin ich wieder und heute füttern wir ein paar Tierchen. Jetzt wird gefüttert, die Cyriopagopus Minax. Muss mal gucken, dass ich hier irgendwie diese Späne abkriege. So. Späne will ich da nämlich nicht drin haben. So. Hopp. Ist ein super schönes Tier, oder? Dieses tiefe Schwarz, diese Beinchen, alles, ne? Ein unheimlich schönes Tier. Und ich weiß, alle sagen mal, oh, die sieht man ja nie. Da ist sie, ne? Wunderschönes Tier. Eigentlich immer zu sehen. Eigentlich, weil ab und zu ist halt wirklich mal auch nicht da. Aber in der Regel ist die immer zu sehen, die ist immer da, die ist immer zu beobachten und sie ist nicht immer voll im Bild. Ups. So. Aber ein super schönes Tier und präsentiert sich gerade auch unheimlich gut, ne? Muss man ja wirklich sagen. Aber die hat offensichtlich echt mal wieder ein Fresschen nötig gehabt. Der Hintern ist nämlich sehr, sehr dünn, was mich sehr wundert, weil sie hat schon zwei Würmer gefressen gehabt. Aber scheinbar ist das nicht genug für sie. Sie braucht auf jeden Fall wohl mehr. Also können wir da auf jeden Fall auch nachlegen. Aber jetzt haut sie erstmal ordentlich rein, ne? Also der Wurm ist im Grunde schon komplett zermatscht. Den Happy Dance haben wir auch. Happy Dance ist tatsächlich nur einfach das Futter einspinnen im Kreis, ne? Habe ich ja nun schon ein paar Mal gezeigt, auch an der Scheibe bei den Baumbewohnern. Die machen haben das sehr gerne gemacht, die Poecilotherias. Und ja, die spinnen das Futter halt einfach im Kreis ein. Das ist sozusagen der Happy Dance. Die Fäden werden auf den Boden gelegt und dann wie Zuckerwatte eingekringelt. Und man soll gar nicht meinen, die ist echt groß, die Spinne, ne? Also ist ein echter Koloss. Kein kleines Tierchen, ist wirklich groß. Und super schön, wie ich finde. Wir können auch gerne mal ein Stückchen näher rangehen. Denn dann seht ihr erstmal so richtig, was das Tier alles so kann, ne? Super hübsches Tier. Kann ich echt nur empfehlen. Cyriopagopus Minax. Wirklich eine der schönsten, wie ich finde. Aber es gibt ja auch noch die Lividus. Die ist natürlich auch nochmal ein Zacken schärfer. Ich weiß nicht, ob die rauskommt, aber wir können sie ja gleich mal versuchen zu füttern. Aber da habt ihr jetzt nochmal... Es ist einfach ein schönes Tier. Kannst du sagen, was du willst? Das Tier ist einfach super schön. Ich guck mal, was sie mit dem Wurm angestellt hat. Sie hält ihn immer noch fest und kringelt ihn ein. Ja. Super schönes Tier. Vollste Empfehlung von mir. Ne? Aber nach wie vor muss ich halt sagen, ich höre halt eigentlich immer, dass die Tiere nie zu sehen sind. Meine ist Gott sei Dank zu sehen. Von daher, ich bin sehr zufrieden. Gucken wir mal, ob wir die Lividus rausbekommen. Die Lividus hat leider dicht gemacht, das heißt, da können wir nichts machen. Aber wir haben ja noch die Brachypelma auratum. Sehr zuverlässiger Fresser. Ja, sag ich ja. Sehr zuverlässig. Und von daher auch ein super schönes Tier. Vielleicht dreht sie sich auch nochmal, dann sehen wir sie nochmal. Vielleicht läuft sie auch jetzt nicht so viel auf dem Glas rum oder gleich am Glas rum. Dann sehen wir sie vielleicht noch ein bisschen besser. Sie macht es mir nicht einfach. Wenn sie sich drehen würde, wäre natürlich schick. Sie war immer noch komplett an der Scheibe, aber wie es denn immer so ist. Sobald man aufmacht, gehen sie halt auch weg.
Und sie zeigt nicht mal irgendeine Bewegung. Na gut. Brachypelma auratum. Weiter geht's. Machen wir direkt weiter mit dem nackten Po, die Gramostola grossa. Auch ein guter Fresser. Ja, auch das funktioniert immer sehr gut. Gramostola grossa, auch ein super schönes Tier. Wie ich finde, wenn sie nicht gerade diesen nackten Hintern hat. Aber ja. Der Umzug hat uns alle so ein bisschen getroffen scheinbar. Bin mir auch noch nicht so sicher, was da jetzt stattgefunden hat. Aber ich würde sagen, es war tatsächlich eher so in die Richtung. Jede Bewegung wurde mit Haaren beschossen während des Umzugs. Die hatte wohl echt die Schnauze voll. Aber trotzdem, das kommt ja alles wieder, ne? Also das bleibt ja so nicht. Trotzdem auch jetzt noch super schönes Tier. Ja, auch das Leuchten, all drum und dran. Das Tier sieht wirklich schön aus. Und wie gesagt, ein guter Fresser. Sehr zuverlässig, was das angeht. Da mache ich mir weniger Sorgen. Schönes Tierchen. Weiter geht's. Hier sitzt das Psalmopeus Victory Männchen drin. Wir können ja mal gucken, ob wir ihn animiert kriegen, dass er rauskommt. Wenn ich es da auf sein Netz raufschmeiß. Vielleicht klappt's ja. Er war eben noch hier draußen, war auch noch gut zu sehen. Aber hat sich dann, nachdem ich aufgemacht habe, direkt in seine Höhle verkrochen. Sieht nicht gut aus. Der Wurm macht sich vom Acker. Da werden wir keine Chancen haben. Vielleicht hier unten. Wenn der Wurm nicht an der Zange hängen bleiben würde, vielleicht. Vielleicht haben wir hier eher Glück. Keine Chance. Er möchte nicht vor die Kamera treten. Na gut, dann akzeptieren wir das. Und als letztes füttern wir noch die Cinestes Imanes. Die schon einige vergessen haben, dass ich sie habe. Da ist sie. Ja, ich habe sie noch. Da ist sie. Ein schönes Tier, wie ich finde. Und auch sehr häufig zu sehen. Ich versuche sie gerade irgendwie zu zeigen, aber es ist echt schwierig. Das Bein ist davor. Mach doch mal das Bein runter. Na gut, die Tiere machen nicht, was ich will. Leider. Seht ihr das Leuchten da an den Beinen? Super schön. Ein super schönes Tier. Und wie gesagt, fast immer zu sehen. Man freut sich da echt drüber, wenn man sie sieht. Die ackert immer gut durchs Terrarium. Aber meistens steht sie unter ihrer Pflanze. Sofern sie noch weiter am Leben lässt und nicht ausbuddelt. Man sieht das da. Ja, einige Spinnen gehen mit ihren Pflanzen nicht so gut um. Aber so ist das halt. Ne, meine Kleine? Wenn dir die Pflanze nicht gefällt, musst du halt eine andere kriegen, ne? Wir sind da ja sehr weltoffen. Kriegst du halt eine andere Pflanze. So, ich denke, das reicht. Und nun hoffe ich, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, lass mir doch ein Like da. Ein Kommentar wäre auch ganz nett. Und wenn du ganz neu hier bist, lass auch gerne ein Abo da. Würde mir extrem weiterhelfen. Wir haben Twitch, Discord, Patreon und die Kanalmitgliedschaften. Alles Link in der Beschreibung. Schau da gerne rein. Gestreamt wird auf Twitch jeden Montag und Freitag um 20 Uhr. Und nun wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!